Willkommen zurück, Leute, zu Street Fighter 5 und der kleinen Story-Einführung. Ja, letztes Mal haben wir uns den guten Dawsim angeguckt. Yoga leitet mich, hieß da sein Spruch. Heute gucken wir uns mal Rashid an, mit Entschlossenheit voran. Aber bevor ich das mache, will ich nochmal kurz selber hier was checken. Denn es ist schon wieder ein bisschen her, dass ich mal hier reingeguckt habe. Und ich möchte einfach mal in den Store gucken, ob jetzt die Charaktere endlich da sind. Und nein, sie sind immer noch nicht da. Was ich echt nicht verstehe. Kriegen wir die jetzt alle wohl doch for free? Ich habe keine Ahnung. Ist alles ein bisschen strange. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach zurück zur Story und gucken mal, wann es weitergeht. Oh Gott, ich kann es kaum erwarten, bis der Story-Modus endlich da ist. Wir haben jetzt, wo ich das hier aufnehme, Mitte Mai. Und in ein, zwei Monaten wird es wahrscheinlich erst soweit sein. Also müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden. Das kann natürlich sein, dass wir dann erstmal bald eine Pause machen, denn wir haben zusammen mit Rashid nur noch 4 kleine Folgen. Das heißt 4 Wochen und dann ist eine kleine Pause angesagt. Es sei denn, ihr möchtet, könnt ihr mir gerne unten in die Kommis schreiben, dass ich euch mal ein paar Online-Kämpfe zeige, wie ich natürlich wieder einen auf den Sack kriege. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Macht es, ich würde mich freuen. So, starten wir mit Rashid. Ich wünsche euch viel Spaß. Gucken wir mal, wen er sucht. The search for my friend continues. I wonder if the mark of Shadowloo really exists. Send. You know, I really wish that you could have at least written the address where you sent this from. Hey, Azam. You don't think all of this is silly, do you? I mean, just an ordinary person like me, trying to locate and sneak into a Shadowloo base? If it is a silly thing young master wishes to do, then I will follow his wishes. No, really, tell me what you think. What's strange is, for being so net addicted, my friend never bothered to message me even once. But even in the midst of intense research, I would at least get a message every couple of days. So 10 days with no word is weird. To top it all off, I get this package out of nowhere. So, being a good friend, of course I'm really worried. Young master, your meal is becoming cold. Immer mit dem Handy in der Hand am Texten. Feilong. Honey Sunny Jilly. Gibt's da nicht die berühmte Dim Sum? Was? Was war da los? Ich hab's jetzt nicht gelesen, aber ihr seht, da unten ist Birdie. Noch in Shadowloo-Uniform. Aber wir wissen ja, er ist gestürmt. Weil es kein gutes Essen gab. Also, Rashids erster Gegner ist heute Birdie. Ja, was kann Rashid? Ich kann es euch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Er beherrscht die Luft, also er kann Luftwirbel schleudern. Was sehr interessant auf jeden Fall ist. Und macht einen auch echt wahnsinnig in Spielen. Online. Ne? Ja, sehr fett. Jetzt muss ich erstmal gucken. Mit dem habe ich so gut wie gar nicht gespielt. Aber er kann ein paar coole Attacken auf jeden Fall. Er ist sehr flink. Ne? Ihr seht das. Hier die Wirbel halt. Und dann auch halt sein Ultimativer hier. Ob ich ihn jetzt hinkriege, weiß ich nicht. Ich krieg ihn gerade nicht hin. Doch, jetzt. Da wird erstmal Staub aufgewirbelt, Leute. Und Birdie fliegt im hohen Bogen durch die Luft. Also auf jeden Fall sehr cool. Ja, der macht echt Spaß. Ein sehr schneller Kämpfer. Dann hast du keine Grund, nicht zu sagen. All I'm trying to do is get some information. My friend was working at the SIN laboratory and has gone missing. That's who I'm trying to find, understand? Ah! And who the hell cares about your friend? Anything you know would be very helpful. Was rumpelt da so? The last message was 12 days ago. Es herrscht das reinste Chaos. Können wir es auf nächste Woche verschieben? 2 neue Nachrichten. Halte dich von Shadowloo lieber fern. Es sollten viele Leute in deinem Umfeld gestorben sein. I read that before when searching around the net.
Danke, dass du mich um mich sorgst, Maya. Aber ich habe gerade gegen diesen Shadowlook-Kerl gewonnen. Ich komme klar. Wer ist Maya? Wow, Maya, that was quick. At these GPS coordinates, you'll find Ryu. If you really want to test yourself, why not go over there? Oh, in Neuseeland müssen wir uns Ryu stellen. Cool. I don't have any intention of directly taking on Shadowloop. The goal is, get the means to make it to their base, rescue my friend, and come back together. Young Master, are you trying to measure your skill by fighting this man named Ryu? Well, I've heard he's very famous in the world of street fighting. If I were able to match his skills... I wonder if Ryu is a big and scary type of guy. All right, I'll make it just a friendly greeting at first. I am Rashid of the Turbulent Wind, a hero of the wind who travels the world. Master. Das war ein Auftritt. Bei Ryu ist auch sein Meister dabei, Guken. In any case, I would really appreciate a match. I wish to test my mettle against you. But why? The internet said when you assume a fighting stance, he doesn't hesitate to fight back. Are you not feeling well? Is he angry about something? It does not look like he is angry. However, hey, if you're not up to fighting today... Understood. I'll fight. So eine kleine Herausforderung nimmt Ryu doch immer an. Ja, dann wollen wir mal. Die Neuseeland-Stage. Ich liebe sie, vor allem mit den ganzen Dodos oder was das hier sind und die Schafe im Hintergrund. Der ist doch echt cool hier. Autschi. Ich glaube, in Wirklichkeit wäre das niemals machbar, dass Rashid Ryu besiegt. Auf keinen Fall. You're doing great. Besides, you're... Wie ich es euch gesagt habe, er kriegt voll den Arsch voll. I see. Well, I totally lost. But this was helpful. I learned more about my skills, and I'll get to go home with a great story. Thank you. I'm glad I was able to fight with you. Yeah, me too. You lost the battle, young master. Yeah, I lost. Does this mean you are going to stop the search for your friend? No. I realized something important during the fight. I felt something in Ryu's fist. Something like his passion to keep moving forward. From his fist? Whether I have the ability or not isn't the big issue. It's a matter of whether I want to do it or not. What was it you were saying before? If it's a silly thing the young master wishes to do, right? Young master. I'm going to save my friend. Even if I'm alone against Shadow. I'm sorry, Azam. Do you think you'll come along and help me with this? You are not alone, young master. Of course, I will go along with you. Und da hat er seine Lektion gelernt, Leute. Er will also gegen Shadowloo kämpfen, das heißt gegen M. Bison. Das ist ein Storypart, auf den ich mich persönlich doch so ein bisschen freue. Ich bin mal sehr gespannt, wie das später umgesetzt wird. Wie halt die ganzen Stränge zusammenführen, auch mit Ryu. Ryu ist bis jetzt ja noch so unbedacht und ruhig wie immer. Er meditiert viel, er trainiert viel. Also wie die alle aufeinandertreffen, das wird schon sehr, sehr cool. Tja, das war's. Das war die Story am Führen zu Rashid mit Entschlossenheit voran. Das war's für diese Folge, Leute. Ich danke euch wie immer. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch dabei bei der drittletzten Folge. Vorerst, da ist die gute Laura dran, die chillige Kampftour mit Matsua Jiu-Jitsu macht. Schwere Aussage.
Und ich würde sagen, wir sehen uns bis dahin. Macht's gut, bis denne dann und reingehauen.